Hallo, herzlich willkommen zu diesem Walk the Dog. In den letzten Tagen habe ich mich ein bisschen kurz halten müssen oder eigentlich gar nichts machen können, weil ich hatte eine ziemlich schwere Virusinfektion und habe kaum ein Wort rausgebracht. Umso mehr freue ich mich, dass die Stimme wieder einigermaßen funktioniert und deswegen dieses kleine Video. Ich habe gerade eine Nachricht auf mein Handy bekommen und die ist auch die Ursache oder der Auslöser für dieses Video. Nämlich, ihr wisst ja, ich bin bei einem Anbieter von dynamischen Stromtarifen Kunde und da kriege ich immer so gegen Mittag eine Nachricht, wie die Preise für morgen sein werden. Das ist übrigens ganz angenehm, dann kann man schon mal, muss man nicht immer in die App gucken. Na gut, wie auch immer, jedenfalls morgen Wahnsinn. Ihr wisst ja, hier in Brandenburg sind die Strompreise unter anderem aufgrund der hohen Netzgebühren sehr, sehr hoch. Wir haben ja hier fast die höchsten Netzgebühren, die es in ganz Deutschland gibt. Die bei, ich glaube, über 22 Cent oder bei rund 21 Cent pro Kilowattstunde liegen. Nur die Netzgebühren, muss man sich mal vorstellen. Bei uns in Rostock ist es deutlich weniger. Das sind fast 7 Cent Unterschied. Nur mal so, das wäre auch mal eine Aufgabe für die Politik, endlich mal dafür zu sorgen, dass die Netzgebühren irgendwo mal ein bisschen, wie gesagt, dass die Länder, in denen viel erneuerbare Energien entstehen, und die auch große Aufwendungen haben für die Netzinfrastruktur, aber dass wir als Kunden da nicht so extrem belastet werden, weil, na gut, ist jetzt ein anderes Thema für ein anderes Video. Ich wollte eigentlich jetzt nur mal sagen, dass die Preise morgen, die gehen halt runter, hier bei uns in Brandenburg, so zwischen 15 und 17 Uhr sind sie dann ganz weit unten und liegen so bei 12 Cent pro Kilowattstunde. 12 Cent pro Kilowattstunde, das ist natürlich ein Wert, der schon wirklich sehr attraktiv klingt. Wer dynamische Stromtarife nutzt, weiß, dass das natürlich immer nur so Stundenwerte sind und dass es zu anderen Stunden des Tages auch deutlich teurer sein kann. So ist es natürlich morgen auch. Aber solche Preistäler, die kommen nicht mal so ein bisschen, die vergangenen Wochen, Monate betrachte, die kommen immer häufiger vor. Also negative Preise, glaube ich, haben wir dieses Jahr noch nicht gesehen, aber Stunden, in denen wirklich die... Oh, ein ROX-E, könnt ihr den sehen? Da. Cool. Aber Stunden, in denen die Preise unter 25 Cent und teilweise Richtung 20 Cent rutschen, hier bei uns, wie gesagt, in Brandenburg, die kommen immer öfter vor. Im Sommerhalbjahr ist es meistens zum Mittag, Nachmittagszeit. Klar, Photovoltaik drückt dann wie verrückt ins Netz. Und wenn dann noch Wind dazukommt, ergeben sich solche Preise. Und warum mache ich jetzt dieses Video? Ich möchte dieses Video einfach mal deswegen machen, um das Thema Strompreise nochmal zu thematisieren. Wir haben in Deutschland, ich will jetzt mal sagen, bestimmte Parteien, bestimmte Gruppierungen, die immer und immer wieder darauf rumhacken und darauf rumreiten, dass der Strom in Deutschland ja so teuer ist. Und wer ist natürlich daran schuld? Die erneuerbaren Energien und in Person unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Herr Habeck, der ist natürlich an allem schuld, das ist ja klar. Irgendeiner muss ja an allem schuld sein. Das war natürlich ironisch gemeint. Nicht, dass er alles richtig macht, aber er macht auch nicht alles falsch. Aber er ist nun definitiv nicht in persona daran schuld, dass die Strompreise bei uns so sind. Mir ist auch bewusst, dass viele, vielleicht auch viele von euch, dieses Video jetzt sehen, sagen, was quasselt der da? Ich komme ja aus meinem Stromvertrag gar nicht raus. Ich habe noch einen Vertrag, einen Altvertrag, der noch läuft. Da bin ich mit 40 Cent oder mehr dabei. Und seitdem die Bundesregierung die Strompreisbremse beendet hat, muss ich diesen Preis auch voll bezahlen. Und dass euch das stinkt und dass das natürlich ein irrer Preis ist für Strom, ist mir bewusst. Ich kenne auch übrigens Leute, die hängen noch in Verträgen und müssen jetzt über 70 Cent pro Kilowattstunde derzeit bezahlen. Das ist natürlich, also das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und dass die sich natürlich lachen darüber und sagen, was quasselst du da für einen Quatsch? Guck dir mal meine Strompreise an. So, jetzt ist es so, dass, ich war gerade abgelenkt. Jetzt ist es so, dass ich dieses Video mache, um einfach mal zu zeigen, welche Möglichkeiten haben wir denn, um an den Strompreisen bei uns ein bisschen, was machen die denn da drüben? Ach, okay, interessant. Ein bisschen zu drehen an den Strompreisen. Da kann man nämlich deutlich mehr machen, als
viele Leute denken. Und zwar hat man natürlich immer die besten Chancen, wenn man einen Vertrag neu abschließen kann. Wenn man also die Möglichkeit hat, wenn der alte Vertrag endet, aus diesem Vertrag rauszugehen und in einen neuen Vertrag überzugehen. Dass nicht alle diese Möglichkeit haben, das ist mir bewusst, aber sobald sich dieses Fenster eröffnet, diese Möglichkeit eröffnet, dann sollte man das tun. Und wie wir es neulich schon mal gesagt hatten, etwa ein Viertel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nee, es waren 20%, glaube ich, oder 25, also ein eigentlich irrer Anteil an Haushalten hat in Deutschland noch niemals den Stromtarif gewechselt. Ich rede jetzt nicht vom Stromanbieter, sondern ich rede mal bewusst hier vom Stromtarif. Ihr wisst ja, dass jeder Anbieter, wahrscheinlich jeder Anbieter, unterschiedliche Tarife anbietet. Kennt man ja vom Handy oder vom, was weiß ich, DSL oder keine Ahnung was, unterschiedliche Tarife anbietet. Und dass die wenigsten, also nein, das stimmt nicht, dass immer noch ein großer Teil unserer ungefähr 44 Millionen Haushalte, also ungefähr 10 Millionen Haushalte in Deutschland, haben noch niemals wenigstens den Tarif innerhalb ihres Anbieters gewechselt. Sie sitzen also in der aller Regel, sitzen diese Haushalte immer noch auf diesen extrem hohen Grundversorger-Tarifen. Und das sind in der Regel die teuersten. Die waren vielleicht während der Energiepreiskrise, habe ich auch tatsächlich zwischendurch mal genutzt, günstiger, sind aber in der Regel immer die teuersten Tarife, die man sich vorstellen kann. Das hat bestimmte Gründe. Kundenbindung ist da natürlich der wichtigste Grund. Denn wer sich dann für ein Laufzeitmodell, ein Laufzeitvertrag von vielleicht 12 Monaten entscheidet, der bekommt sofort andere Tarife. Strom ist zwar immer noch genau der gleiche, der aus der Leitung kommt, aber ihr wisst, wie das mit den Tarifen ist. Wenn man sich für irgendein Abo oder sowas entscheidet, dann wird es sofort günstiger. Kennen wir ja, ist ja die aktuelle Diskussion auch bei den Preisen an den Ladesäulen. Das heißt also, das Erste, was wirklich jeder von euch machen sollte, der es noch nicht gemacht hat, aus welchem Grund auch immer, erkundigt euch doch, wenn ihr schon den Anbieter nicht wechseln wollt, doch wenigstens mal bitte, ob es nicht bei eurem aktuellen Anbieter, vielleicht das Stadtwerk, was auch immer, andere Tarife gibt, und wechselt doch einfach mal in andere Tarife. Wenn ihr in der Grundversorgung seid, könnt ihr, glaube ich, monatlich in einen anderen Tarif wechseln. Die werden euch das mehr oder weniger sofort umschreiben. Das wäre schon mal auf jeden Fall ein Schritt, den jeder von euch definitiv machen kann. Wer es bisher noch nicht gemacht hat, gebt euch einen Ruck. Natürlich wäre es noch cleverer, wenn ihr den Anbieter wechselt, denn Konkurrenz ist wichtig. Das Wechseln von, ich will jetzt nicht dem Anbieter-Hopping das Wort reden, aber es ist doch völlig klar, dass ein Unternehmen, das irgendwie so einen trägen Kundenstamm hat, der wie so Lämmer alles bezahlen, was aufgerufen wird, vielleicht nicht unbedingt als erstes daran denken wird, die Preise an den aktuellen Markt irgendwie anzupassen. Also hier tut es dann ganz gut, auch mal hinzugehen und den Anbieter zu wechseln. Ihr steht ja niemals ohne Strom da. Darf man ja nicht vergessen. Das ist, muss man vielleicht auch an der Stelle immer wieder sagen. So, dann guckt euch genau an, was für einen Tarif ihr da nehmt. Was passt zu euch? Meistens haben die Anbieter unterschiedliche Tarife. Nutzt die einfach. So, und jetzt kommt eben etwas hinzu, was für viele wahrscheinlich gerade im Strombereich eben noch wirklich neu ist und wovor viele vielleicht auch ein bisschen Sorge haben, nämlich das Thema Flex oder dynamische Tarife. Und da muss man wieder unterscheiden. Also die hohe Kunst, so in Anführungszeichen die hohe Kunst, was ist ja eigentlich keine Kunst, ist der sogenannte dynamische Stromtarif. Die Stromanbieter in Deutschland sind ab 2025 gezwungen, euch auch einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Und bei einem dynamischen Stromtarif, da wechselt der Strompreis in der Regel in jeder Stunde. Die Preise sind auch in der Regel mindestens einen Tag vorher einsehbar, um sich entsprechend darauf einstellen zu können. Und dann hat man den Vorteil, dass man zumindest zum Teil bestimmte Dinge, die viel Strom verbrauchen, vielleicht das Geschirrspüler, Trockner, Wäschetrockner, was auch immer, Spülmaschine, was man da an größeren Geräten hat, einfach mal in so eine Zeit zu schieben, wo der Preis einfach mal ein bisschen günstiger ist. Vielleicht ist es dann nicht die allergünstigste Stunde, aber vielleicht ist es schon mal günstiger. Wenn man also hingehen kann und sagen kann,
Ich kann zum Beispiel meinen Geschirrspüler, den muss ich ja nicht unbedingt abends nach dem Abendessen laufen lassen, wenn der Preis am höchsten ist, sondern den lasse ich dann eben einfach, was weiß ich, am nächsten Tag vormittags oder mittags laufen, kann ich mir im Laufe der Zeit einiges sparen. Für solche dynamischen Tarife braucht ihr entweder eine intelligente Messeinrichtung oder je nach Anbieter gibt es eventuell Zusatzgeräte, um euren Verbrauch stündlich auslesen zu können vom Stromzähler. Für Mieterinnen, Mieter oder Wohnungseigentümer ist das manchmal ein bisschen schwierig bis teilweise unmöglich, weil man nämlich dann eventuell ein zusätzliches Messgerät auf den Zähler draufklicken muss. Aber ab dem nächsten Jahr, oder ist es ab 2026, ich glaube ab 2025, haben ja viel, viel mehr Haushalte in Deutschland, auch wenn sie einen Verbrauch haben von unter 6000 Kilowattstunden, das Recht, eine moderne Messeinrichtung oder sogar ein intelligentes Messsystem, also ein Smart Meter, zu bekommen. Und mit dem ist es dann sowieso überhaupt gar kein Problem. Also behaltet bitte das im Auge. So, und zwischen den Standardtarifen und den dynamischen Tarifen gibt es sogenannte Flex-Tarife. Und diese Flex-Tarife bedeuten dann wiederum nichts anderes. Sie sind eine Mischung aus einem Standardtarif und einem dynamischen Tarif. Das heißt, ihr braucht keinen besonderen Zähler. Der Strom, euer Verbrauch wird nicht einmal pro Stunde abgelesen, sondern monatlich. Und dann richtet sich der Preis pro Kilowattstunde nach dem monatlichen Durchschnittspreis an der Strombörse. Das heißt also, euer Stromtarif, euer Preis pro Kilowattstunde, der kann dann sich monatlich ein bisschen ändern. Ja, und was ist jetzt der Vorteil gegenüber einem Standardtarif? Naja, eigentlich ganz klar. Bei einem Standardtarif kalkuliert der Anbieter immer, eine Sicherheitsreserve mit ein. Weil, ich meine, der gibt euch eine Preisgarantie, vielleicht für 12 Monate, und sagt, okay, in den nächsten 12 Monaten kostet die Kilowattstunde, egal wann du sie ziehst, sagen wir mal 35 Cent. Aber da dieser Anbieter ja nicht genau weiß, wie sich der Preis entwickelt, kalkuliert er so einen Sicherheitsbereich mit rein. Das heißt, eigentlich würde die Kilowattstunde vielleicht nur 32 Cent kosten, aber der Anbieter sagt, naja, ich muss mich da rückversichern und schlag einfach mal 10% oder sowas drauf. Ich weiß nicht genau, wie viel da draufgeschlagen wird, aber so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Bei einem Flex-Anbieter, der braucht das nicht. Der sagt, ich reiche den Preis einfach durch, wie er ist. Ist er höher, müssen die Kunden mehr bezahlen. Ist er niedriger, zahlen die Kunden ein bisschen niedriger. Und natürlich ist das jetzt etwas, wo auch vielleicht viele von euch sagen, oh, die Unsicherheit und so, wer weiß, wie sich der Strom da entwickelt. Ist eigentlich auch gar nicht so ein Riesenproblem, denn ihr habt bei diesen Tarifen auch häufig die Möglichkeit, inzwischen monatlich rauszugehen. Und wenn ihr also merkt, Strompreise gehen extrem nach oben, dann kann man wechseln. Nur wenn die Strompreise nach oben gehen, dann wird sich das auch auf einen Standardtarif früher oder später ausschlagen. Das heißt also, ihr seid am cleversten beraten, aus meiner Sicht zumindest, mit einem dynamischen Stromtarif zu arbeiten. Denn hier könnt ihr euch mal mehr, mal weniger die günstigsten Stunden rauspicken und in diese günstigsten Stunden alles reinlegen, was ihr da irgendwie reinlegen könnt. Denn, darf man nicht vergessen, sowas, was nun heute und morgen passiert, nämlich dass die Strompreise eben stark nach oben und nach unten an der Börse gehen, das wird in den nächsten Jahren immer stärker. Und ist die Frage, warum? Auch das ist ganz einfach zu beantworten und in sich auch logisch. Wenn sich auf politischer Ebene nicht grundlegend etwas ändert, dann wird auch in Deutschland der Ausbau der erneuerbaren Energien immer weiter vorangehen. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien, Photovoltaik, Wind, wird immer dem Ausbau der Speicher voranschreiten. Und das bedeutet, dass halt an immer mehr Zeiten immer öfter ein immer größeres Überangebot an Strom entstehen und da sein wird. Und das zeigt sich dann in niedrigen Börsenpreisen. Natürlich bauen wir ja auch Speicher aus. Das ist ja ein oft gehörtes Argument. Ja, das geht ja alles nicht. Es gibt ja keine Speicher. Quatsch. Ich habe erst gestern einen Podcast gehört von einem PV-Großhändler, wo nochmal klar gemacht wurde, in welchen gigantischen Ausmaß gerade auch die Haushalte im Moment Speicher bauen und in welchem Ausmaß auch gewerbemäßig Speicher entstehen und auch die Netzbetreiber die Speicher aufbauen. Also lasst euch da keinen Quatsch erzählen. Und trotz allem haben wir diese Fluktuation drin und die kann man halt nutzen. Wenn man jetzt in der glücklichen Lage ist, einen
Wärmepumpe zu haben, ein E-Auto zu haben oder auch zum Beispiel sowas wie eine elektrische Warmwasserbereitung mit so einem Untertischboiler oder was auch immer. Alles Geräte, also wo ihr sozusagen Strom unterbringen könnt und wo es relativ egal oder wo es weitgehend egal ist, wann ihr das macht, wann ihr also euren Untertischspeicher beladet oder manche haben ja noch im Badezimmer so einen 80 oder 120 Liter Speicher, der am Strom hängt. Oder ob ihr vielleicht eine Wärmepumpe habt, ob ihr ein E-Auto habt, dann könnt ihr diese Preistäler wirklich ganz, ganz großartig nutzen. Dass man kann seine Zeit, in der man kocht, zum Beispiel, oder eben morgens seinen Frühstückstee macht, die kann man nicht unbedingt anpassen an den Preis. Aber manch andere Dinge kann man schon so ein bisschen verschieben. Nicht umsonst haben ja auch viele Leute früher Hoch- und Niedrigtarife genutzt, weil sie halt wussten, dass sie bestimmte Dinge einfach verschieben können. Ja, genau. Und was kommt dann als nächstes? Als nächstes rechne ich sehr stark damit, dass wir verstärkt so Haushaltskleinspeicher vielleicht sehen werden. Könnte mir also gut vorstellen, dass man sich so einen Speicher mit 2 bis 3 Kilowattstunden irgendwann in die Bude stellt und diesen Speicher dann belädt, wenn es günstig ist. Und den Strom dann nutzt, wenn er teuer ist, um den größten Benefit zu haben. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil man beim Einspeichern und beim Ausspeichern von Strom ja immer auch gewisse Verluste hat. Aber wenn die Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem aktuellen Preis, ja, sagen wir mal so 20% hat, dann kann man in der Regel auch schon einen kleinen Gewinn damit machen. Und wer zum Beispiel schon zu Hause einen Heimspeicher hat, der hat vielleicht auch schon mal damit experimentiert, einen dynamischen Stromtarif. Vielleicht habt ihr auch schon mal damit experimentiert und euren Hausspeicher dann beladen, wenn der Strompreis günstig war. Das ist natürlich dann eine tolle Sache, weil man einfach den Speicher, den man hat und der im Winter wahrscheinlich mehr oder weniger nutzlos rumsteht, dann in solchen Fällen hervorragend nutzen kann. Das bringt was fürs Geld, das bringt aber vor allem auch eben was fürs Netz und für die Umwelt. Genau, also probiert das, schaut euch die Sachen an. Wie gesagt, ich fasse mal kurz zusammen. Wenn ihr noch überhaupt niemals euren Stromtarif oder euren Anbieter gewechselt habt, dann macht das bitte. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen dynamischen und einen flexiblen Stromtarif zu nutzen oder auszuprobieren, macht das. Habt den Mut dazu. So ist das neue Energiesystem. Das ist kein Nachteil, sondern es kann uns ja zum Vorteil genügen. Und wenn ihr jetzt auch noch eine PV-Anlage mit einem Speicher habt, dann könnt ihr vielleicht auch noch oder irgendwie einen größeren mobile Powerbox, dann könnt ihr auch darüber vielleicht auch schon mit einem dynamischen Stromtarif ein bisschen mehr rausholen und vor allem eins machen, nämlich mit Köpfchen den Strompreis senken. Und darauf sollte es in diesem Video ankommen. Also nicht meckern, nicht schimpfen, nicht rummosern, wie schlecht alles in diesem Land ist. Nein, es ändern sich nur die Rahmenbedingungen. Man muss sich ein bisschen anpassen und kann hinterher richtig Nutzen daraus ziehen. In dem Sinne wünsche ich euch heute Abend viel Spaß beim Fußball. Wenn ihr Fußball guckt, ich bin ja nicht so ein Fußballfan, also von mir dürft ihr da nichts erwarten. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntagabend zum Livestream. Und wir können euch sagen, wir haben diesmal unser Programm umgeschmissen. Wir wollten eigentlich einen Talk mit Tibber mal wieder machen. Da gibt es nämlich auch ganz spannende Dinge. Und nein, dieses Video sollte kein Vorab-Werbevideo für irgendeinen dynamischen Stromanbieter sein. Das ist einfach jetzt Zufall. Aber wir haben das alles nochmal geändert. Denn Steve und ich... die Stimme geht mir langsam weg. Steve und ich haben kurzfristig entschieden, mit euch über... ja, vielleicht einen der größten Skandale und Betrugsfälle zu sprechen der aktuellen Zeit. Und der hat definitiv was mit unserem Thema zu tun. Seid also gespannt. Wir sehen uns am Sonntagabend. Macht's gut und ciao.